Die Etagerbauten werden laufend ertüchtigt und umgebaut, wegen den hohen Nutzungsanforderungen. Für historische Bauten ist es dabei wichtig, dass die relevanten Epochen ablesbar bleiben und dennoch geschickte Veränderungen die Weiterentwicklung des Gebäudes ermöglichen. Strategisch gesehen war jedoch die Umnutzung vom CAB von einem Labor zu einem Bürogebäude die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung. Die Bevölkerung von Zürich und auch der Umgebung die Wissenschaft näher zu bringen und die Faszination für Lehre und Forschung auszulösen, ist eine zentrale Aufgabe für die ETH. Und die ETH ist ja gleichzeitig eingebettet in die Nachbarschaft hier in der Stadt. Und solche Veranstaltungen wie die Denkmaltage sind eine wunderbare Möglichkeit für diesen Dialog mit der Bevölkerung.